Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Bikepacking-Vlog. Ich bin jetzt kurz vor Athen, hab den letzten Berg fast erklommen. Es ist ein richtig, richtig heißer Tag. Deswegen will ich mich auf dieser Passhöhe nochmal kurz ausruhen, bevor es dann runter in die heiße Hauptstadt geht. Das hätte ich geschafft. Ich bin jetzt oben, fast auf 800 Metern. Und ey, diese Hitze. Weißt du, am Berg, du hast keinen Fahrtwind und nix. Die Sonne kracht hier noch runter, es ist Ende September, aber die kracht, boah. Ey, du darfst sowas nicht im Juli fahren, das ist tödlich. Das ist echt krass, du hast hier keinen Schatten. Hier steht kein Baum mehr. Es ist alles nur so Buschland und so. Es ist echt, boah. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt hier gerne Pause gemacht, aber es gibt ja hier nichts. Ja, und dann entdecke ich zum Glück doch noch ein kleines Fleckchen Schatten neben so einem großen Wasserbehälter, der hier links am Straßenrand steht. Ich bin zwar nicht mal 2 Stunden unterwegs seit meiner letzten Pause, aber richtig fertig. Die Hitze macht mich platt. Boah, ich bin froh, dass ich heute der letzte Tag ist. Also das sind die Dinarischen Gebirge, das war super angenehm zu fahren, aber das hier ist echt... Es ist zu heiß, es ist zu viel Sonne. Nee. Ich ruhe mich mal hier aus, weil hier ist noch schön kühl, der Wind, bevor ich jetzt in die Stadt runterkrach. Morgen ist ja eh Ruhetag. Hast schon gedacht, Ende September. Vielleicht kriegst du 27, 28 Grad, dann passt es. Aber so, die 34 da unten heute, ey. Naja, nicht so viel jammern, ey, nicht so viel jammern. Lieber mal was trinken. Ich habe heute erst 5 Liter getrunken. So, also gut, ich habe mich ein bisschen ausgeruht. Ist nach wie vor heiß, aber ich stürze mich jetzt in die nächste Hitze, ja, nächste Hitzeschlacht. Nach Athen, in den Verkehr. Die letzten 34 Kilometer sind es noch. Ja, das wird noch ein bisschen was zu fahren geben. Das ist jetzt nicht so, dass es bergab geht bis zum Hostel. Aber das kriege ich hin. Gut, letzter Abschnitt, ja. Schauen wir es uns an. Wird eine schöne Abfahrt. Film ab. Und damit beginnt das allerletzte Teilstück auf meiner Reise. Athen ist jetzt in greifbarer Nähe. Ich begebe mich auf die letzte Abfahrt. Und das ist nochmal eine von der richtig epischen Sorte hier. Es geht 700 Höhenmeter bergab in die Stadt hinein. Auf einer kleinen, kurvigen Straße. Ihr seht es hier, es ist noch extrem ländlich. Es gibt fast keinen Straßenverkehr. Und hinter einer der nächsten Kurven, da tut sich dann das große Tal auf und man kann in der Ferne schon die Stadt erblicken. Ich habe ja immer noch über 30 Kilometer zu fahren an dieser Stelle. Das ist also noch ein ganzes Stück. Aber jetzt genießen wir erstmal den Blick von hier oben hinab. Ja, wenn ich dann in Athen angekommen bin, dann habe ich 2500 Kilometer zurückgelegt. Ihr seht es unten in der Mitte im Tacho, die kleine Kilometerzahl. Das ist ja mein Gesamtkilometerstand seit Beginn dieser Reise. Und es war wirklich ein Hammertrip. Es wird Zeit, das Ganze nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Da sieht man jetzt Athen, da rechts. Ich glaube, wenn wir gleich um die Kurve fahren, müssen wir sehen. Es ist beeindruckend. Ja, Mann, was für eine Tour. Also, die ganze Tour geht ja jetzt zu Ende. Angefangen vor genau 2 Wochen nachmittags ging es nach Erlangen, na weiter nach Dingolfing, ne? Durch Salz kann man gut nach Bad Aussee, in der Steiermark, rüber durch die Steiermark nach Graz, dann nach Rohr, nach Slowenien rein über Maribor, da liegt ein Hund. Maribor an die Grenze nach Kroatien, durch den Zaun durch, unter der Schranke nach Kroatien durch. Dann nach Zagreb über den Sjelme, den großen Berg, 1000 Meter hoch. Zagreb, dann durch die Panonische Tiefebene, rüber nach Bosnien-Herzegowina.
wo dann die Moscheen auftauchten, über den holprigen Schotterweg nach Banja Luka. Und dann Banja Luka, dann die Bergetappe, die ganz tolle Bergetappe mit vielen Bergen. Über Travnik nach Sarajevo, mit Ruhetag in Sarajevo. Und dann weiter rüber nach Montenegro mit 12 Kilometern Baustelle. Devlia, drittgrößte Stadt in Montenegro. Und da rechts sehen wir Athen. Wahnsinn, ich halte mal kurz an. Ich habe jetzt ja keine Eile mehr und nichts. Ne? Guckt euch das an. Hauptstadt Griechenlands, ja. Devlia, Montenegro. Und dann ging es weiter nach ein Stückchen durch Serbien und dann rüber in den Kosovo, nach Mitrovica. Dann durch die Hauptstadt Pristina nach Skopje, Nordmazedonien rein. Dann durch einmal Transmazedonien-Etappe nach Polykastro in Griechenland und von da aus die letzten drei Tage in der Hitze nach Larissa und dann schließlich heute Morgen nach Kamena Wurla. Voila! Und jetzt sind wir da. Geht es dann nur noch dann unter, gell? Und dann haben wir durch die Stadt, durch die City. Mein Lieber, das schaut echt aus. Schaut geil aus, ne? Ja, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also das ist was so ein richtig tolles Gefühl, wenn ich da so stehe und auf meinen Zielort gucke. Und ich weiß, dass ich so richtig weit gekommen bin und das alles aus eigener Kraft. Und das macht das Ganze so spannend und so umwerfend. Dieses aus eigener Kraft hierher kommen, kein Auto zu benutzen, kein Flugzeug zu benutzen. Und das ist es, was mir dann dieses Gefühl gibt, so richtig was erreicht zu haben. Es fühlt sich echt toll an. Und das funktioniert übrigens schon im kleinen Stil, finde ich. Wenn man einfach auf den nächsten großen Berg in seiner Heimatregion radelt und das da alleine hoch schafft und dann die Aussicht genießt, dann ist das was ganz anderes in meinen Augen, als wenn man da einfach mit dem Auto hochfährt, aussteigt und dann auf dem Parkplatz vom Aussichtspunkt runterguckt. Ja, ihr genießt jetzt erst noch mal ein bisschen die Abfahrt und ich melde mich dann gleich noch mal. Ja, und damit wäre der erste Vorort von Athen erreicht. Ab jetzt nimmt der Verkehr stark zu, die Straßen werden voller und ich komme mehr und mehr in diese Millionenstadt rein. Wie ihr seht, habe ich das Ziel noch lange nicht erreicht, also es sind noch über 20 Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Die liegt fast direkt im Zentrum. Ja, und bis ich dort bin, wie gesagt, 20 Kilometer Stadtverkehr. Da unten seht ihr noch mal ein paar Blicke auf dieses Häusermeer, wo es jetzt gleich durchgeht. Um genau zu sein, ist das so ein Ballungsgebiet, das aus mehreren Städten besteht. Und je nachdem, wo man hier die Grenze zieht, leben im Großraum Athen so knapp 4 bis 5 Millionen Einwohner, also eine Menge. Und entsprechend spannend wird die Stadtdurchfahrt. Ich habe es jetzt hier wieder stark beschleunigt, aber es gibt noch ein Video mit einer Version in Echtzeit und unkommentiert. Das verlinke ich in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann diese Stadtdurchfahrt bei Interesse nochmal in aller Ausführlichkeit anschauen. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Die Serie heißt ja in 14 Tagen nach Athen und da bin ich jetzt offiziell angekommen. Aber das Ende dieser Videoserie ist das noch lange nicht, meine Lieben. Ich nehme euch morgen erstmal mit auf einen großen Spaziergang durch diese griechische Hauptstadt. Wir schauen uns so die Highlights an. Dann machen wir noch eine Radtour durchs Umland. Und dann nehme ich euch mit auf die Rückreise. Die besteht aus drei Teilen. Und zwar Teil 1, mehrere Tage mit dem Fahrrad
zum Fährhafen fahren. Der liegt in Patras. Da fahre ich dann mit euch zusammen hin über die Peloponnes. Wir werden uns Korinth anschauen, wir werden uns Sparta anschauen. Dann geht es irgendwann auf die Fähre rüber nach Italien und dann steige ich in den Bus zurück nach Deutschland. Also ihr seht, es kommt noch einiges auf euch zu. Es kommen noch einige Folgen, in denen ihr mich auf meiner Reise begleiten könnt. Ja, jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß auf diesen letzten Kilometern durch den dichten Athener Stadtverkehr. Es ist immer sehr spannend, hier durchzufahren. Macht mir eine Menge Spaß irgendwie, ich weiß nicht. Mir macht es Spaß. Besonders auf dem Rennrad, weil da kannst du gut im Verkehr mitschwimmen und dich auch so zwischen den Autos durchschlängeln. Ich passe mich hier so an die örtlichen Motorrad- und Motorrollerfahrer an und folge denen so ein bisschen. Ja, und dann melde ich mich später nochmal aus meinem heutigen Hostel und dann schauen wir mal, was wir heute Abend noch so unternehmen können. Ja, also bis gleich. So, bei der letzten Unterkunft habe ich es nicht ganz gecheckt. Aber jetzt weiß ich, dass hier man einen Code einstellen muss. Aha. Das zeigt dir jetzt mal nicht. So, und dann gibt es hier Goodies. Dann macht man das wieder zu. Und da ist dann der Schlüssel drin. Und damit kann man dann reingehen ins Haus. Das ist ganz praktisch, weil so kann man den Schlüssel hinterlegen und keiner kommt ran. Wobei halt natürlich jeder weiß, dass da drin Schlüssel sind. Und ja, es ist einfach was anderes, als wenn es jetzt versteckt ist. Ja, ich weiß jetzt gerade selber nicht, was ich davon halten soll, aber im Prinzip eine pfiffige Idee. So, meine Lieben. Hallo. 2 Wochen von Deutschland nach Athen mit dem Rad. Oh Mann, was für 2 Wochen waren das bitte, ey. Der Hammer. 10 Länder. Und die Kilometer kann ich gar nicht sagen. 2500, ey. Muss man zusammenzählen jetzt dann. Ja, hier ist jetzt mein Zuhause für die nächsten 3 Nächte. Bedway Hostel in Athen. Ist ganz schön gemacht hier. Man hat hier so seine Privatsphäre im Bett. Mit Vorhängen. Und ich habe mich hier schon mal eingerichtet. Mein ganzes Zeug kann ich alles aufhängen, da fliegt nichts in der Gegend rum. Im Helm schmeiße ich mal meine Sachen rein. Das beste Tragegerät, so ein Helm.
Da ist ja immer meine Kleidung drin in dem Sack. Und der Sack ist immer in dem Sack drin. Das ist die Satteltasche. Und diese Oberrohrtasche, die Rahmentasche, die kann ich dann einfach immer irgendwo an so eine Stange hinmachen. Dann habe ich hier direkt meinen Waschbeutel sozusagen verstaut. Wunderbar. So, mal ausgucken. Ist ja ganz nett. Am liebsten habe ich, wenn da Verkehr ist und ich kann gucken, wie die Autos fahren. Ich entspanne mich mal, wobei knurrt schon wieder der Magen. Ich muss später was essen. Wäsche muss ich auch noch machen, aber ich bleibe ja morgen hier. Athen schauen wir uns natürlich auch noch an. Ich nehme die Kamera mit. Also hier sind schon echt lustige Autos geparkt. Also da vorne ist so ein Showcar. Das ist noch verhüllt, weil es so geheim ist und neu. Und hier ist ein alter Almera ohne hinten. Aber das allerbeste ist ein Mini Cooper ohne alles. Steht hier einfach so auf der Straße rum. So, es ist schon dunkel geworden. Guten Abend in diesem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, also so viel filme ich heute nicht mehr, weil ich laufe jetzt hier einfach nur noch zum nächsten Restaurant, esse was und dann gehe ich wieder zurück ins Hostel. Ja, ich bin hier so Stadtteilen, die sind auch nicht so sehenswert gerade. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach vor mir hin spaziert. Und ja, die Akropolis, die ist ein bisschen zu weit weg, da komme ich glaube ich nicht mehr hin heute. Mal gucken. Alter, ich esse erst noch mal was. Vielleicht melde ich mich noch mal, falls wir es nicht mehr sehen. Gute Nacht und bis morgen.